Activision präsentiert eine Begegnung mit der Vergangenheit. Entwickelt von Vicarious Visions. Es ist Crash Bandicoot. Willkommen zum neuen Projekt auf dem guten Kanal. Ja, es hat so lange gedauert, gefühlt 21 Jahre, bis man wieder was von den ersten drei Crash-Spielen gehört hat. Aber endlich ist es soweit. Remastered, die Insane Trilogy ist endlich hier und wir werden sie für euch spielen. Wir, das sind der gute alte Marco und meine Wenigkeit. Und jetzt bin ich das Intro. Wir haben die Ursache vergangener Fehlschläge. Noch nicht ergründet. Idiot! Dieser Beuteldachs wird mein General sein, der meine Cortex-Kommandos zur Weltherrschaft führt. Dieses Mal werde ich triumphieren. Wir sind näher dran als je zuvor. Schnell hinein in den Vortex! Aber Doktor, Cortex, der Vortex ist noch nicht bereit. Sie wissen nicht, was passieren könnte. Wieder versagt. Schnappt ihn! Den weiblichen Beuteldachs vor. So. Insanity Beach. Sammle drei Akku-Akku-Masken, um unbesiegbar zu werden. Okay. Also der gute Aaron hat ja schon gesagt, wie sehr wir uns auf das Spiel freuen. Bei mir ist es vor allem so, ich habe die ersten drei Teile noch nie gespielt. Der einzige Teil, den ich bis jetzt etwas gespielt habe, war der Zorn des Cortex, den wir natürlich auch irgendwann let's playen, klar. Yep. Aber die ganz alten Teile, bin zwar mit der PlayStation aufgewachsen, aber war dann trotzdem eher beim Nintendo 64 aktiv. Und der gute Aaron hat die alten drei Teile aber alle gespielt, oder? Ja, ich habe alle drei Teile gespielt. Ich habe auch noch den zweiten und dritten. Den ersten habe ich wiederum nicht so oft gespielt, weil den hat mir leider mein Bruder gut... Ich bin jetzt auch nicht sauer, dass du sogar noch ganz klein war, leider zerbrochen die CD. Deswegen freue ich mich auch mal wieder den Teil zu sehen. Aber gehört für mich mit zu den besten Jump'n'Runs. Hast du deinem Bruder das Essen geklaut oder warum hat er die CD zerbrochen? Nö, ich kann es dir gar nicht mehr sagen, warum, es schon so lange her. Ja, aber er war auf jeden Fall noch sehr jung. Ja. So. Das kam, glaube ich, das Spiel, der erste Teil müsste 96 rausgekommen sein. Da war ich 1 oder 2. Und dann hast du es gleich durchgespielt mit 1. Ja, ich glaube mit 3 oder 4 habe ich es zum ersten Mal gespielt. Also es war wirklich noch relativ zeitnah. Aber geliebt habe ich es schon immer. Ja. Oh, bin ich jetzt unbesiegt? Ja. Aber sei gesagt, wenn du irgendwo runterfliegst, bist du trotzdem tot. Das hab ich mir gedacht. Aber gut, dass du es nochmal erwähnt hast für mich extra, weil man weiß ja nie. Ja, ich freue mich auf jeden Fall so sehr darauf, weil ich glaube, ich erwähne es in jedem Jump'n'Run-Display, was wir machen, dass einfach Jump'n'Runs mein Lieblingsgenre sind und bleibt. Das war ein guter deutscher Satz. Also ich liebe Jump'n'Runs auf jeden Fall und deswegen freue ich mich halt vor allem auch auf Crash, weil ich denke, das muss man einfach gespielt haben. Was man noch sagen kann, man kann natürlich in jedem Ding, es kriegt ja auch immer am Ende angezeigt, die ganzen Kisten einsammeln, dann kriegt ihr noch extra Edelsteine, die dann andere Sachen noch im Spiel später freischalten können, wenn ihr alle sammelt. Das ist natürlich dann auch eine Herausforderung. Also es ist nicht einfach,
Aber das wäre ja auch nicht gut für uns, wenn es so einfach wäre. Genau. Aber der gute Aaron und ich, wir spielen natürlich nicht auf 100%. Wir versuchen trotzdem so viel wie möglich zu sammeln, weil wir es ja immer versuchen. Aber unser Hauptziel ist es, wie immer in unseren Let's Plays, das Spiel einfach durchzuspielen. Ja. Also bis zum Endboss und wie so weiter. Jetzt hier sehen könnt, sieht man auch, wie viele Kisten wir jetzt gesammelt haben. Das waren jetzt nicht ganz alle, aber wenn man es wirklich auf 100% spielen kann, kann man es nochmal alles machen. Aber du bist noch nicht gestorben. Ja, genau, das noch kurz zum praktischen Teil. Also wir haben vereinbart, wenn wir dreimal sterben, wechseln wir ab. Oder halt, wenn der Let's Play-Part zu Ende ist, würde dann nächsten Tag Aaron anfangen. Sollte ich bis dahin nicht gestorben sein, aber warten wir es mal ab. Das erste Level habe ich jetzt erstmal geschafft. Ja, genau. Gut. So, die Inseln erinnern einen so ein bisschen auch an Donkey Kong, finde ich. Stimmt, immer, ja. So im Nachhinein, wie ich es wieder gesehen habe. Jetzt gibt's Jungle Rollers. Ich hoffe, wir haben nicht die gleichen Probleme wie bei Donkey Kong. Das will ich nicht versprechen. Das stimmt. Ja, was kann man über Crash sagen? Er ist kein Fuchs, was jeder denkt, wie das Spiel schon sagt. Er ist ein Beuteldachs. Ja. Gut. Und die, das sind keine Äpfel, das sind Wumpa-Früchte, wo man da einsammelt. Mhm. Aber auch interessant, ich meine, es ist natürlich ähnlich wie bei Mario, die Story ist jetzt nicht weltklasse, das ist aber auch bei einem... Die TNT-Dinger soll ich wahrscheinlich nicht kaputt machen, oder? Du kannst rausspringen, aber das ist eigentlich relativ egal. Es sei denn, du willst halt alle Kisten zerstören, weil die können da auch dazu. Ja. Also, um nochmal kurz anzusetzen, die Story ist natürlich wie bei Mario nicht gerade sehr innovativ, aber ich fand es jetzt auch cool. Also anscheinend, ich gehe mal davon aus, dass das Cortex war, wollte er Crash dazu nutzen, um die Weltherrschaft zu bekommen und er hört nicht auf ihn. Das ist wahrscheinlich so grob gesagt, genau. Die Story. Ich glaube, wir wollen jetzt noch den anderen weiblichen Beuteldachs retten. Ich kann euch leider nicht mehr sagen, wie der andere hieß. Seine Schwester hier heißt Coco, aber das ist nicht Coco. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der in dem Fall ist. Aber das ist die gute. Wir werden es wahrscheinlich noch rausfinden. Und wenn man drei von diesen Symbolen einsammelt, das war auch früher schon so, kann man ein Bonus-Level im Level freischalten. Ah, auch cool. Es gibt auch verschiedene, das gibt es von ihr, von Rio, das ist dieser Glatzkopf, den wir vorhin noch gesehen haben im Intro, und von Cortex, aber ja. Wow. Das sehen wir dann eigentlich alles, wenn es soweit ist. Ich muss auch schon gleich mal von Anfang an loben, das Spiel sieht unglaublich schön aus. Haben sie wirklich tolle Remastered für so ein altes Spiel. Was heißt Remastered? Die haben sie ja komplett neu gemacht, nur halt so die alten Teile vom Spiel, ne? Genau, aber das ist echt klasse. Sowas finde ich cool, weil so 1:1 Ports mag ich auch, wenn es Spiele sind, die mir gefallen haben und ich gerne wieder spielen würde. Aber ich finde es halt immer cool, wenn sich die Entwickler ein bisschen was dabei ausdenken oder wenn halt, wenn es halt nicht einfach 1:1 das gleiche Spiel ist. Ich meine, das ist es ja in dem Fall, aber halt die Grafik komplett neu. Und ja, also ich bin auf jeden Fall, ja, was heißt positiv überrascht, ich kann jetzt keine großen Vergleiche zum ersten ziehen. Das habe ich gut gemacht. Ja, aber wie gesagt, ich oh, da bin ich schon einmal gestorben. Der Engel des Crash. Ich finde es aber auf jeden Fall sehr positiv, weil ich habe letztens, bin ich mal wieder durch die Foren gegangen und viele haben halt gesagt, ja, sie freuen sich auf Crash, aber viele haben gesagt, nein, kommt nicht an die Tiefe von einem Mario ran. Man muss aber auch sagen, Crash ist ein Steuerkreuzspiel, damals auf der PlayStation. Zweite Todessequenz. Ein Spiel, was mit dem Steuerkreuz gespielt werden muss. Und ich denke, es ist eine Mischung aus 2D und 3D. Also von der Spielweise her, meine ich, ist natürlich ein 3D-Spiel. Und ich finde, man muss auch nicht immer alles vergleichen, weil solange es Spaß macht. Ich glaube auch, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, dass Crash eines der ersten so 3D-dimensionalen Jump'n'Runs war. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das heißt. Du bist schon in der Reihe, alter Junge. Gut. Ja. Nee, und auf jeden Fall, vielleicht kommt es nicht an die Tiefe ran eines Marios oder eines Banjo-Kazooies. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr dazu meint. Aber ich bin jetzt schon überzeugt davon, dass ich riesen viel Spaß damit haben werde. Jo. Gut, ich meine, die eingefleischten Hardcore-Fans von Mario werden wahrscheinlich eh immer sagen, dass es besser ist. Oder allgemein bei den Gruppen, du weißt, was ich meine. Ich bin halt so, wenn mir was gefällt, finde ich eigentlich alles gut. Also. Ja, und ich, wie viel. Natürlich kann man Sachen vergleichen. Machen wir auch, muss man ja auch machen, wäre ja auch Blödsinn, wenn man es nicht macht. Aber wenn eine Sache sehr gut ist und eine andere Sache ist nur gut, muss man ja, die gute Sache nicht schlecht machen, weil es wird immer Spiele geben, die besser sind. Außer halt, du passt das beste Spiel, aber. Ja, und dann noch das erste Bonus-Level. Was man halt sagen kann, ich glaube, ich kann da für dich reden, dein Lieblings-Jump'n'Run früher war ja wie heute immer noch Mario, oder? Weil meins früher war auf jeden Fall Crash, also bei mir, ich habe da halt Super Mario auch gezockt, aber hauptsächlich Mario World. Das fand ich auch mega, aber ich habe halt irgendwie mehr Crash gespielt. Also ich will mit dir eh irgendwann mal so ein Ranking machen mit unseren Lieblingsjump-Runs. Bei mir, ich glaube, Mario World wäre es tatsächlich noch.
oder Super Mario 64, also da schwank ich hin und her. Aber wie gesagt, ich mag auch andere Jump'n'Runs. Also ich habe Rayman Legends zum Beispiel, das wir auch irgendwann auf der Switch noch als playen wollen, habe ich geliebt. Dann Banjo-Kazooie muss ich auch nachholen, habe ich genauso wie Crash noch nie gespielt. Wir haben nur 4 Kisten verpasst, wo denn? Egal. Und dann, wie gesagt, Crash habe ich zwar die Teile verpasst, aber der Zorn des Cortex zum Beispiel habe ich gespielt und den habe ich auch geliebt. Ja. Da bin ich ja bei dem Endboss damals nicht weitergekommen. Den habe ich zum Beispiel nicht gespielt, da ich habe die ersten drei halt. Deswegen bin ich sehr gespannt, wenn wir den dann spielen. Erstens im Vergleich zu denen jetzt, weil ich ja dann das erste Mal auch einen Vergleich ziehen kann. Und zweitens, wie ob du bei dem Endboss weiterkommst und wie der Teil dann im Vergleich zu denen ist, weil es ja andere Entwickler waren. Wobei der Zorn des Cortex auch noch gute Bewertung bekommen hat. Das waren dann erst die letzten zwei Teile, Transcendency und irgendwie Angriff der Roboter oder so, wo dann nicht mehr ganz so gut waren. Also, jetzt spielen wir erstmal Great Gate, aber was ich noch gespielt habe, waren diese Titan-Teile, wo man... Und die zum Beispiel fand ich zwar auch ganz okay, aber waren halt jetzt nicht mehr so... wie es halt gewohnt war. Ja, den, das meinte ich gerade mit Roboter. Achso, ja, gut, okay, ja. Ja, aber auf die freue ich mich trotzdem, muss ich sagen. Aber wir fangen jetzt schön nach der Reihenfolge an. Und wer weiß, vielleicht irgendwann in ein paar Jahren spielen wir auch die originalen drei nochmal mit der Originalgrafik. Das wäre auch klasse. So. Ich meine, man muss ja nur schlanke 100 Euro oder 150 zahlen für den dritten Teil. Also. Das Gute ist ja, dass ich noch den zweiten und dritten sogar habe. Ach stimmt, die hast du ja. Okay, also bräuchten wir rein theoretisch nur den ersten. Ich will auch gleich sagen, ich habe schon ein paar Mal gelesen, dass die Steuerung sehr schwammig wäre in diesem Spiel und das Springen an sich auch nicht wirklich toll. Aber im Remaster? Geil. Ja, oder im Original? Ja, im Remaster, aber ich finde es richtig gut. Also bis jetzt, ja. Ich kann mich nicht beschweren drüber. Das ist ja das, was ich vorhin kurz angesprochen habe, wegen dem Mario-Vergleich. Natürlich im Original, es ist ein Steuerkreuzspiel, ja. Aber ihr habt auch hier die Möglichkeit, wenn ihr lieber mit Steuerkreuz spielen wollt, könnt ihr es auch machen, es geht beides. Ja, das finde ich immer gut, wenn man die Wahl hat. Ich meine, inzwischen bin ich schon jahrelang 3D-Stick-Fan, aber ich muss zugeben, ich bin ja mit dem Super Nintendo aufgewachsen. Und am Anfang, als dann die PlayStation 2-Ära kam, war ich oftmals verärgert, als man Spiele nur mit 3D-Stick spielen konnte, weil ich sie lieber mit dem Steuerkreuz spielen wollte. Inzwischen ist es natürlich völliger Schwachsinn, weil du mit einem 3D-Stick eine viel bessere Kontrolle hast, aber wenn man es so anders gewohnt ist... Das ist halt alles immer Ungewöhnung. Mein Vater zum Beispiel spielt nur Spiele mit dem Steuerkreuz, weil er mit dem 3D-Stick überhaupt nicht klarkommt. Das ist halt die älteren Generationen. Gut, ist ja auch jedem das... Den habe ich vergessen, ob es den überhaupt gibt in dem Spiel. Das siehst du. Ich wusste es auch nicht. Echt? Ja. Ich glaube, du kennst die auswendig. Ja. Noch nie gespielt, aber alles auswendig. Das ist mein Ding. Geil. Achso, wenn man noch sagen kann, bei 100 Wumperfrüchten kriegt ihr auch ein Leben immer wieder. Das cool. Aber die von Mario geklaut, das gibt's ja gar nicht. Nein, bitte, falls niemand mich hält, ich bin's total geflasht von dem Spiel. Aber er findet's schlecht im Gegensatz. Und ich hasse es. Und ich finde, umso mehr Jump'n'Runs, umso besser. Ich meine, inzwischen gibt es wieder ein bisschen mehr, das finde ich auch gut, aber gerade so zur PlayStation 3, Xbox 360 Generation kamen mir leider nicht so viele Jump'n'Runs raus. Nein, Bonus-Level. Sehr cool. Bis jetzt bin ich noch weggestorben, oder? Du bist noch nicht gestorben. Bis jetzt. Ja. Aber was nicht kommt, kann ja noch werden. Ja. Man muss ja auch nicht sterben, so wie ich. Ja. Und wie gesagt, jetzt gibt es inzwischen wieder ein bisschen mehr Jump'n'Runs, das finde ich gut. Ich auch. Und die einzige Konsole, wo vielleicht, abgesehen von Indie-Games, noch ein bisschen vernachlässigt wird, ist die Xbox One. Aber da freue ich mich zum Beispiel auf Super Lucky Tales, was wir auch spielen werden. Oder Banjo-Kazooie gibt es ja auch noch. Genau, aber das war glaube ich noch auf der 360 noch. Auf der Xbox One nicht mehr. So. Außer eben die Remakes von dem ersten Teil. So, klasse. Aber du hast was vergessen, gleich auf den Kopf. 9 Kisten, aber wo waren die 9 Kisten? Keine Ahnung, aber ich habe auch 9 vergessen, welches ist Standard. Was ich noch weiß, ist von früher, dass man manche Level gar nicht abschließen kann am Anfang, erst später dann im Laufe des Spiels. Okay, auch interessant. Und sie nochmal macht, um dann 100% zu bekommen. Und man kann sie ja alle nochmal machen, um dann mit Zeit, also Rekorde aufzustellen, die dann auch online verglichen werden können. Was für die ganzen Profis in dem Spiel natürlich cool ist. Ja. Also wie gesagt, ich finde... Mach ruhig weiter. Also mir gefällt die Grafik auf jeden Fall, weil da viele auch rumgemeckert haben, dass es technisch einfach nicht auf neuestem Stand ist. Natürlich, was ist neuester Stand? Darüber kann man jetzt wieder diskutieren, aber ich finde es sieht hübsch aus. Ich finde es wunderschön, mir gefällt es auch unglaublich gut. Aber ich meine, wie es so oft ist im Internet, es gibt immer Leute, die was zu meckern finden. Also
Und ganz ehrlich, das Spiel war auf PS1 und ich sehe den Unterschied, dass es riesig ist. Aber ganz ehrlich, wenn es nur HD Remastered geworden wäre, also es hätte noch ungefähr so ausgesehen wie früher, hätte ich es trotzdem gekauft. Ja, so. Das sowieso. Aber natürlich ist es so wunderschön, ja, dass sie sich die Mühe gemacht haben, diese ganzen coolen neuen Animationen für Crash reinzumachen. Und ich glaube, wenn mich die Kugel trifft, bin ich tot. Ja, das glaube ich auch. Aber die Kugel wird uns in vielen Teilen noch, glaube ich, Gesellschaft leisten. Da bin ich schon sehr freudig drauf. Was ja auch cool ist, was auch von Naughty Dog entwickelt wurde, Uncharted, werden ja auch sehr viele kennen, ist ja auch im vierten Teil als Bonus dabei. Da kann man im vierten Uncharted dieses Level von Crash hier spielen. Das ist auch sowas finde ich auch mal cool. Die spielen das auf der Konsole. Ich weiß nicht, ob es dieses Boulder-Level war oder ein anderes, aber das finde ich ziemlich geil. Ja, Naughty Dog sind auf jeden Fall auch super Entwickler, bringen fast nur sehr gute Spiele raus. Mir fällt jetzt zumindest gar kein Negativbeispiel ein, ja, aber zumindest Uncharted und Crash muss man einfach lieben, glaube ich. Das stimmt. Und ja, auf Uncharted freue ich mich auch ein bisschen, irgendwann mal spielen. Ja, Uncharted ist auch super. Aber man muss sagen, ich freue mich auf jedes Spiel, was wir jetzt zusammen let's playen, von daher. Und hier haben wir den ersten Edelstein, jetzt weil ich alle Kisten angesammelt habe, wenn ich weggerannt bin. Also wie gesagt, ihr kriegt eigentlich bei diesem Boulder-Level meistens die Edelsteine. Mhm. Weil auch die Rolle natürlich die Kisten kaputt macht und das zählt dann auch für euch, dass ihr sie kaputt gemacht habt, auch wenn ich sie jetzt alle kaputt gemacht habe. Und Schlüssel hast du jetzt keinen gekriegt? Braucht man die oder ist das eher... Die kriege ich, glaube ich, erst in einem viel späteren Level, wenn ich mich noch richtig daran erinnern kann. Das hat irgendwas mit Cortex, mit diesen Bildchen zu tun wird. Alles klar. Ja. Und dann, ich glaube, ich kann sein, dass ich es am Anfang schon angesprochen habe, aber ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, welches euer Lieblingsteil von Crash ist und welche ihr schon gespielt habt. Genau. Und jetzt könnt ihr ja mittlerweile sagen, wenn euch jemand fragt, das ist 1, 2 oder 3, jetzt spielen wir den Upstream, könnt ihr ja auch gerne dann ab jetzt ja sagen, es ist die Insane Trilogy, da habt ihr alle drei genannt. Ist ja ein Spiel, theoretisch. Ja. So. Ja, die Hinweise sind auch ganz cool, sammle drei Gesichtstoken, um eine Bonusrunde freizuschalten. Ja, der Upstream. Ein Wunder. Die Level kenne ich noch auch von früher. Gab es auch in den anderen Crash-Spielen noch, aber ich finde die echt wunderschön mit dem Wasser und so. Also, wenn da jemand über die Grafik meckert, verstehe ich es einfach nicht. Weil, ganz ehrlich, also ich finde die für Jump'n'Runs richtig schön. Ja. Wobei man auch fairerweise sagen muss, wir beide sind jetzt auch nicht so die riesen Grafikfetischisten. Ich meine, es gibt ja Leute, die legen PS4 und Xbox One-Spiele nebeneinander und man sieht auf dem einen Video ein Grashalm mehr und schon sagen sie, das andere Spiel ist beschissen und... Ja, gut, ja. Klar, jeder hat seine Prioritäten und wenn man unbedingt darauf steht, ist das auch vollkommen in Ordnung. Da will ich auch niemanden schlecht machen, aber mir kommt es eigentlich immer eher aufs Gameplay drauf an. Also, ja, das ist echt so. Die essen einen. Ja. Aber ich meine, das ist natürlich auch ein interessantes Thema. Jetzt, könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, worauf es bei euch meistens beim Spiel drauf ankommt. Ja. Ist es die Grafik, ist es das Gameplay oder idealerweise die Mischung daraus? Also ganz ehrlich, ich würde sagen Gameplay wahrscheinlich bei mir. Und danach Grafik erst. Weil, was bringt mir ein Spiel, wo es super aussieht, aber das Spiel an sich ist nicht gut. Ja, eben so. Und ich meine, wir zocken auch super gerne noch die ganz alten Konsolen und daran sieht man ja schon, dass wir jetzt nicht so die riesen Grafikfetischisten sein können. Bonus-Level Nummer 2. So. Also diese Bonus-Level sind noch relativ simpel gegen die späteren, nur dann ultra schwierig zu können werden. Worauf ich auch noch gespannt bin, ist, ich weiß jetzt noch nicht, wann wir das hochladen, deswegen vielleicht ist es bis dahin schon bekannt, aber momentan ist die Trilogie noch exklusiv für die PS4. Ja. Es gibt aber auch Gerüchte, dass es noch für die Xbox One oder die Switch kommt. Da bin ich mal wirklich gespannt drauf. Weil Crash ist für mich schon eine PlayStation-Marke, aber eigentlich ist es ja keine. Genau. Es gibt ja auch, wie gesagt, der Zorn des Cortex hatte ich auf dem Gamecube gehabt, dann Twin Sanity gab es auch auf der Xbox, also es ist keine exklusive PS. Auf Xbox wäre es auch cool, aber irgendwie auf Twitch. Auf Twitch, da gibt es auch Probleme. Ja. Auf der Switch könnte ich es mir, habe ich mir gestern auch noch überlegt, so auch ziemlich gut vorstellen. Gut, da wäre halt der mobile Faktor für viele natürlich ein Argument, weil einfach mal so eine Runde... Da habe ich jetzt nicht mal gerade dran gedacht, aber ziemlich realistisch, ich würde es ja nicht doppelt kaufen. Ah, doch, würde ich. Natürlich. Ja. Naja, also auf jeden Fall... Und ich will noch kurz sagen, es spielen wirklich wir sind bis jetzt halt erst einmal gestorben. Dreimal. Also bei mir hat man es gesehen, dass ich gut, aber du hast zum ersten Mal gespielt, also von daher. Und der erste Boss. Gut, dann mach mal Papu.
Und wenn du den schaffen solltest, wäre es, glaube ich, danach auch ein guter Zeitpunkt, den ersten Teil. Ja, und dann ist ja eigentlich perfekt so, ja, dann. Vor allem, wenn ich dann auch wieder mal dran wäre. Aber, ja. Ups! Das sieht aus wie weh. Das stimmt. Aber er ist ein bisschen schlanker als wir. Das stimmt. An den guten Papo kann ich mich noch erinnern, deswegen werde ich wahrscheinlich mit ihm nicht so Probleme haben. Ja, er wirkt jetzt auch nicht als wäre er der Intelligenteste, aber man sieht sein Hintern, das finde ich gut. Das ist ein schönes Arbeiterdekultiv. Ja. Das war jetzt, weil ich gesagt habe, ich werde keine Probleme mit ihm haben. Ja. Und gleich die Trophäe bekommen, Papo-Blatt gemacht. Gut. Ich glaube, wir haben jetzt auch die erste. Ne, die haben wir noch nicht ganz. Ja, gerade noch kurz warten, vielleicht kommt ja noch eine Sequenz, ich weiß es nicht genau. Also früher kam, glaube ich, da noch kein, aber okay. Ich weiß es, sie haben viele Sachen, haben sie auch gesagt, noch ein bisschen geändert, haben sogar extra Sequenzen reingemacht, was ich ganz cool finde. Deswegen warten wir es einfach mal ab. Jupp. Nee, kommt keine. So, dann können wir den ersten Part mal beenden. Ja, also ich freue mich sehr darauf, das Spiel weiterzuspielen, weil es bis jetzt wahnsinnig viel Spaß macht, sowohl spielen als auch gucken, obwohl ich jetzt mehr gucken hatte. Und ich glaube, du freust dich genauso, oder? Ja, es wird auf jeden Fall super, also bleibt auf jeden Fall dran. Macht genau. Auf jeden Fall extremst viel Spaß und die Steuerung finde ich auch ziemlich, ziemlich geil und kommt richtig gut im Frühjahr ran. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.